Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Shakes and Fidget in der Welt 1 international hier bei VT Gaming. Es ist wieder einmal Wochenende und es ist Gold-Event, was mich persönlich ganz schön verwirrt, weil es war ja letztes Wochenende, glaube ich, aus Gold-Event. Aber naja, kann man nichts machen. Ist eigentlich ganz cool, besser als Pilz-Event, das finde ich immer ein bisschen schwachsinnig. Es gibt Neuigkeiten, und zwar schon seit etwas längerem. Allerdings kam ich noch nicht dazu, das irgendwo zusammenzufassen. Deswegen, ja, jetzt an dieser Stelle, ich habe hier schon den entsprechenden Reiter im Forum offen. Und wenn wir jetzt hier mal gucken, also der Text sah irgendwann mal länger aus, bin ich der Meinung. Aber gut, kein Problem, ich denke, das Wichtigste steht noch drin. Hier wird jetzt im Endeffekt gesagt, ja, die sind jetzt mit den Updates, was die Mobile Apps angeht, soweit durch, dass das für die Festung vorbereitet ist. Und ja, wenn jetzt nichts großartig Schlimmes passiert, dann wird das Festungsupdate im September erscheinen. Gut, jetzt haben wir inzwischen den 30. August. Das heißt, September geht dann auch tatsächlich bald los. Aber ja, wenn ich das so richtig interpretiere, wird es dann wohl eher gegen Ende September kommen. Ich lasse mich da natürlich gerne vom Gegenteil ja, überraschen, aber ich glaube da jetzt noch nicht so ganz dran. Dann gibt es hier jetzt ein paar neue Infos zum 14. Dungeon. Ich bin der Meinung, im Originaltext vor einigen Tagen stand da ein bisschen mehr drin, von wegen der hat, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube 14 Etagen oder 20 Etagen oder wie auch immer. Ja, und es gibt einen kleinen Spoiler diesbezüglich und das ist dieses Bild hier. Ja. Ich denke mal, Kenner der Szene wissen durchaus, was das ist. Das ist eine ja, Karikatur von Game of Thrones, wenn ich das so richtig interpretiere. Und ich denke, darum wird es in dem Dungeon primär gehen. Und das finde ich persönlich sehr geil, weil ich die Serie extremst feiere. Und jetzt schon gespannt auf die nächste Staffel warte, die natürlich noch ja, etwas länger auf sich warten lässt. Jo, des Weiteren wird hier noch erwähnt, dass für die Leute, die die alte Android-App vermissen, die in naher Zukunft dann auch wieder erscheinen wird. Was jetzt hier nicht steht, was im Originaltext aber stand, ist, dass nicht so ganz sicher ist, dass die alte App dann mit dem Festungsupdate funktioniert. Aber da waren sich die Entwickler da entsprechend auch noch nicht ganz sicher. Ja, des Weiteren ist mal wieder Pilzdealer-Aktion und Gold-Event am Wochenende. Was ich, wie gesagt, nicht verstehe. Nun gut, kommen wir zum eigentlichen Event hier. Ich habe mal wieder Pilze gekauft. Natürlich leider vor dem Pilz-Event und vor der Ankündigung, dass wieder Pilz-Dealer-Event da entsprechend ist. Aber nun gut, hilft ja alles nichts. Und ich habe mir überlegt, falls das jetzt den gleichen ja, Ablauf wie letzte Woche hat, was die Dungeon-Gegner angeht, dann lasse ich am Ende der Folge dann nochmal eingucken und macht dann nochmal was total abgespacedes. Aber ich würde sagen, wir fangen hier mal oben an. Taverne. Kurz mal eben hier noch die Quest gestartet. Ist ja noch relativ früh am Morgen. Da muss man da nochmal gucken, dass man da entsprechend durchkommt. Ja, und dann sehr gutes Timing heute. Wir sehen, der Mana-Tank ist fast voll und ich habe schon mal ein Item am liegen, was ich da jetzt entsprechend mal reinwerfe. Oh, Glücksschuhe. Sehr schön. Ja, und dann ziehen wir hier einfach mal die Spülung und stellen fest, das ist leider kein Epic geworden. Aber Aura Stufe 7. Sehr nett. Gut, dann geht's weiter. Arena. Nee. Gucken wir mal kurz die Läden durch, ob hier irgendwas Dramatisches drin ist. Nee. Aber wir haben hier bei der Hexe die erste Verzauberung freigeschaltet. Und ja, ich würde einfach mal sagen, hey, auf geht's. Und damit ist mein erstes Item auch entsprechend verzaubert. Sehr gut. Ja. Dann gucken wir auf die Charakterseite. Hier hat sich an sich, ja, nicht viel getan. Stufe 164. Es geht inzwischen echt schleppend vorwärts, was das angeht. Aber ich denke mal, irgendwann früher oder später, wenn das mit den Dungeons mal ein bisschen zügiger vorwärts geht, dann steigt auch das Level wieder etwas rasanter. Ja. So, dann haben wir hier in der Gilde noch was am Blinken. Ach ja, genau, das Dämonenportal für heute. Können wir natürlich mal reingucken. Aber auch hier geht es da jetzt entsprechend noch nicht sonderlich schnell voran. Wir halten uns immer noch so im Bereich Rang 40. Ja, und der Zuschauer-Let's-Play-Spieler Lars ist seit geraumer Zeit nicht mehr aktiv.
Ich habe das jetzt auf seinem Kanal noch nicht verfolgt, was da jetzt los ist, aber vielleicht hat er einfach keine Lust mehr. Oder er wartet auf die Festung. Das kann natürlich entsprechend auch sein. Ja. Gut, und dann würde ich sagen, gucken wir hier doch mal direkt in die Dungeons rein. Wir haben jetzt hier den Kollegen im Dämonenportal schon ordentlich runtergekloppt. Ich glaube zwar nicht, dass das jetzt hier reicht. Nee, natürlich nicht. Aber ich denke, in naher Zukunft wird auch der entsprechend fallen. Ja. Und dann würde ich sagen, gucken wir auch mal direkt hier wieder zu unserem altbekannten Panther und schauen mal, was der heute entsprechend zu melden hat. Und ich muss sagen, ja, das sieht an sich schon ganz gut aus. Und er geht auch direkt down. Na Mensch, super. Auch gleich entsprechend ein Level Up. Starten wir hier nochmal eben eine neue Quest. Schauen wir mal, was es hier so gibt. Naja, ah, nehmen wir die. Jo, und dann machen wir weiter. Schwarz-Schädel-Festung. Mal gucken, ob der Menschenfresser da ähnlich zügig fällt. Aber da müssen wahrscheinlich ein paar Pilze rein. Aber ich glaube, der könnte durchaus noch liegen. Oder auch nicht. Oh, was ist denn da los? Derartige Tries lassen einen natürlich entsprechend hoffen. Oh mein Gott. Los, leg dich hin. Das kann doch nicht wahr sein. Komm, der muss jetzt noch fallen. Ja, ich glaube, da ist er da. Sauber. Sehr schön. Leider kein Level Up. Doch. Sehr schön. Oh, gucken wir auch mal direkt zum nächsten Gegner hier. Dragor, der Sümpfe, jawohl. Und auch der sieht durchaus machbar aus. Was ist denn da los? Oh, bam, ins Gesicht. Und da geht's natürlich mal extrem zügig vorwärts. Der Kollege scheint jetzt hier tatsächlich dann nicht mehr zu wollen. Nee. Ich glaube, der braucht noch ein bisschen. Also kein Problem. Drei Gegner entsprechend gebasht. Das ist schon ein ganz guter Fortschritt im Vergleich zur letzten Woche. Und ich würde sagen, jetzt könnte man hier nochmal reingucken. Ich passe hier mal eben noch schnell die Level meiner Begleiter an. Ich habe natürlich jetzt in der Vergangenheit schon zugesehen, dass hier Items, die da ein bisschen brauchbar sind, entsprechend gleich hier reingelegt werden. Gut, der Glücks-Item ist jetzt nicht so der Wahnsinn, aber besser als keins, ne? So, dann gucken wir hier nochmal rein. Gut, die hat auch noch keine Schuhe. Jo. Dann können wir das hier einfach mal probieren. Aber das sieht jetzt an sich noch nicht so gut aus. Ich glaube, das dauert vielleicht noch so ein, zwei Wochen, bis hier tatsächlich was passiert. Ja. Naja. Wo bleiben wir da jetzt? Haben wir noch was zu tun? Komm, wir gucken nochmal hier. Schwarzschädel-Dings vielleicht. Vielleicht will er ja doch noch, aber nee. Ich glaube, oh mein Gott. Es könnte vielleicht doch was werden. Aber man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ich lasse es. Hilft ja alles nichts. Ja, und jetzt hatte ich ja am Anfang gesagt, Mensch, je nach ja, Dungeon-Erfolg lasse ich am Ende nochmal einen gucken. Ich meine, wir haben jetzt insgesamt, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Ich tue es jetzt einfach. Und zwar, was habe ich vor? Pilze raushauen. Und zwar richtig. Hier steht da jetzt der lustige Kollege im grünen Gewand. Und er sagt, hey, gib mir doch mal 1000 Pilze und du kriegst hier ein total rundum sinnlos Paket. Die vergoldete Profilseite.
Und ich denke, als richtiger Let's Player und ja, muss man das einfach entsprechend mal machen. Ich tue es für euch, ich tue es für mich, ich tue es für alle und ich drücke jetzt hier einfach mal drauf. Zack. Ja. Er sagt jetzt hier nochmal, ob ich mir wirklich sicher bin. Aber es ist der pure Luxus, natürlich. Luxus musst du haben. Jetzt fragt er mich hier nochmal. Mensch, nicht, dass das am Ende dann 3000 Pilze werden. Ja, es hat nicht den geringsten Nutzen. Das ist mir, glaube ich, bewusst. Und bam! Da ist es. Das goldene Profilbild. Nicht schlecht. Doch, ich find's hübsch. Ich denke, das ist die 1000 Pilze da durchaus wert. Ich meine, hey, 33 Euro kann man auch mal ausgeben für etwas komplett Sinnloses. Warum nicht? Ja. Gut, alles klar. Dann sind wir auch schon wieder durch soweit. Ich habe noch kleine Informationen bezüglich, ja, wann ich eventuell wieder zu Hause sein werde und dementsprechend dann auch wieder mit einer angenehmen, annehmbaren Tonqualität arbeiten werde. Geplant ist aktuell der 5.8., 5.10. Ja, es wäre entsprechend ein Montag und ab diesem Tag, ja, sollte ich dann theoretisch auch wieder zu Hause sein und dann gibt es entsprechend auch wieder, ja, angenehmeren Ton. Dann würde ich sagen, bin ich an sich durch soweit. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal bei Shakes and Fidget in der Welt 1 international hier bei VT Gaming. Bis dahin.